Ich habe die Tischlerei von meinem Vater übernommen und bin damit die dritte Generation in diesem Familienbetrieb. Angefangen in der Tischlerei zu arbeiten, habe ich 1981, als ich meine Lehre zur Tischlerin begann. Nach der Ausbildung habe ich dann berufsbegleitend mein Fachabitur gemacht und wollte eigentlich Architektur studieren. Meine Mutter erkrankte dann aber leider schwer und ich blieb im väterlichen Betrieb. Ich übernahm mit der Zeit immer mehr verantwortungsvolle Aufgaben von meinem Vater und wurde zu seiner rechten Hand. Die Übergabe war dann jedoch nicht so einfach und zog sich über Jahre. Mein Vater haderte mit der Entscheidung, wie und wem er den Betrieb übergeben soll, denn ich habe noch Brüder. Mein Vater zog sich immer weiter zurück, ohne jemanden die volle Verantwortung zu übertragen. Auf meine Initiative hin kam es endlich zu einer Lösung und am 1. April 2011 übernahm ich, genau 80 Jahre nach Gründung, die Tischlerei. Man fängt nicht bei Null an, wenn man einen Betrieb übernimmt. Es gibt bestehende Strukturen, die funktionieren und sich über Jahre etabliert haben. Außerdem gibt es einen Stamm an erfahrenen Mitarbeitern, die eine Unternehmensnachfolge durch ihre Unterstützung vereinfachen können. Dann gibt es natürlich auch immer einen vorhandenen Kundenstamm, mit dem die Zusammenarbeit nach der Nachfolge fortgeführt werden kann. Viele zögern vor einer Selbstständigkeit. Daher ist mein erster Tipp: Mut haben und mutig sein. Die Arbeit ist viel und kann wirklich stressig sein. Aber die Arbeit als Selbstständige ist absolut vielseitig und macht Spaß. Dann würde ich niemals zögern, sich Hilfe zu holen. Wer über eine Unternehmensnachfolge nachdenkt, sollte frühzeitig Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Wenden Sie sich an die IHK oder als Handwerker an die Handwerkskammer. Dort gibt es Beratungsangebote, die genutzt werden können, denn gerade die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen einer Nachfolge sind herausfordernd und da ist eine gute Unterstützung viel wert. Ein weiterer wertvoller Partner für eine Unternehmensnachfolge ist die Investitionsbank Schleswig-Holstein, die bei der Finanzierung und bei Investitionen zur Seite steht. Wenn Sie eine Unternehmensnachfolge antreten, dann scheuen Sie sich nicht davor, den übernommenen Betrieb zu modernisieren und Ihre eigenen Ideen mitzubringen und umzusetzen. Hinterfragen Sie bestehende Strukturen, nutzen Sie vorhandene Erfahrungen und entwickeln Sie Ihr Unternehmen zukunftsfähig weiter.